Hallo, liebe Höckl-Freunde, da ich im Laufe der Zeit meinen ganz eigenen Stil und zum Teil auch meine eigenen Techniken entwickelt habe, um meine Projekte umzusetzen, habe ich mich entschlossen, euch in einigen Grundlagenvideos meine Arbeitsweise näher zu bringen. Diese Grundlagenvideos sollen vor allem Höckl-Neueinsteiger Innen helfen, meine Projekte erfolgreich umsetzen zu können, sind aber möglicherweise auch für erfahrenere HäcklerInnen interessant. In diesem Teil zeige ich euch am Beispiel eines einfachen Granny Squares, wie man in Runden häckelt, wie man in den Ecken zunimmt und auf welche kleinen Tücken man achten muss, um ein schönes, regelmäßiges Granny Square zu erhalten. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Und ich häkle 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Um diese zum Ring zu schließen, brauchen wir eine Kettmasche. Eine Kettmasche, also ich steche in die erste Luftmasche wieder ein. Ich will hier einen Ring erhalten und hole den Faden mit der Nadel, ziehe ihn durch die Luftmasche durch und gleich auch durch die Masche, die ich auf der Nadel habe. Eine Kettmasche ist die niedrigste, also von der Höhe her, die niedrigste Masche, die es gibt und dient meistens dazu, um Runden zu schließen. Und dann häkle ich 3 Luftmaschen, nicht zu klein. Eine normale Größe sollten sie haben. Sie müssen unbedingt gleich hoch sein wie ein normales Stäbchen. Und diese 3 Luftmaschen, die sind bereits das erste Stäbchen. Jetzt häkle ich noch ein Stäbchen in den Ring und dann noch eins. Also insgesamt habe ich jetzt 3 Stäbchen. Das ist schon die erste Kante des Granny Squares. Für die Ecke häkle ich 2 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich die nächste Kante. Die besteht wieder aus 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Alle Stäbchen in den Ring hinein. Jetzt kommt wieder eine Ecke mit 2 Luftmaschen, dann noch einmal 3 Stäbchen für die dritte Kante. Alles immer in den Ring hinein. Den Faden häkle ich immer mit, aber er muss trotzdem später noch vernäht werden. Dann wieder 2 Luftmaschen für die Ecke und wir häkeln die vierte Kante wieder mit 3 Stäbchen. Und ich mache das immer so, wir haben jetzt 1, 2, 3 Ecken, 4 Kanten. Die vierte Ecke fehlt noch und ich mache sie immer so. Ich häkle ein halbes Stäbchen und zwar unbedingt in die dritte Luftmasche. Also da müssen wir genau schauen. Erste, zweite, dritte. Wenn ihr die Runde zum Beispiel hier schließen würdet, fehlt euch nachher ein Stäbchen. Es muss also unbedingt die dritte Luftmasche sein, auch nicht die zweite, sonst sind wir zu weit unten. Also in die dritte, auch wenn sie manchmal sich ein bisschen wehrt, trotzdem
Hier muss das halbe Stäbchen hinein. Und dann haben wir 4 Ecken und 4 Kanten. Und der Vorteil bei dieser Methode ist, dass man kaum Rundenübergänge sieht, weil der Rundenübergang immer hier an der Ecke ist. Und damit das Granny Square gleichmäßig wächst, müssen wir jetzt in den Ecken immer zunehmen. Und das passiert eigentlich ganz von selbst. Wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen wieder. Die sind wieder das erste Stäbchen. Und ich häkle ein zweites Stäbchen in die Lücke hinein. Und wenn wir jetzt diese 3 Stäbchen abhäkeln, haben wir jetzt schon 5 Stäbchen. 1, 2, 3 und dann wieder in die Lücke 2 Stäbchen. Und jetzt haben wir 7 Stäbchen. In der Vorrunde waren es 3, jetzt sind es 7, auf beiden Seiten sind 2 Stäbchen dazugekommen. Jetzt kommt wieder die Ecke mit 2 Luftmaschen und wieder. Wir beginnen wieder in der Lücke. Wir brauchen auf jeder Seite immer gleich viele Stäbchen. Wir häkeln also wieder 2 in die Lücke. Dann die Stäbchen der Vorrunde behäkeln wir mit je einem Stäbchen. Und dann wieder 2 in die Lücke, sodass wir auch hier wieder 7 Stäbchen haben. Wir haben hier 2 zugenommen und hier 2. Und 3 plus 4 gibt 7. Jetzt kommt wieder eine Ecke und immer in der Lücke beginnen. 2 Stäbchen in die Lücke, dann die Stäbchen der Vorrunde behäkeln. Und wieder 2 in die Lücke. Und wir haben auch hier 7 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Die Stäbchen der Vorrunde behäkeln. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ihr seht, es wird ein wunderschön regelmäßiges Viereck. Und auch am Ende fehlen uns noch die 2 Stäbchen in der Lücke. Die dürfen wir nicht vergessen. Und die vierte Ecke, die besteht nicht aus 2 Luftmaschen. Also ich mache das immer so, sondern ich häkle ein halbes Stäbchen. Und hier immer darauf achten, dass es die dritte Luftmasche ist. Und ich mache noch eine Reihe mit euch. Die Reihen beginnen immer mit 3 Luftmaschen. Das ist immer unser erstes Stäbchen. Und ein zweites Stäbchen kommt in die Lücke. Dann kommt, und das ist ganz wichtig, das erste Stäbchen auf das Ersatzstäbchen drauf. Und dann achtet darauf, kann dieser zweite Maschenkopf ein bisschen klein werden. Aber trotzdem dürfen wir dieses Stäbchen hier nicht vergessen. Also hier muss unbedingt auch ein Stäbchen hinein. Hier, wenn man ein dünnes Garn nimmt, kann das manchmal so klein werden, dass man ihn fast auslassen könnte und es fällt nicht wirklich auf. Also da muss man aufpassen, sonst stimmt plötzlich auf dieser ersten Kante die Zahl nicht mehr. Dann habe ich jetzt die alle Stäbchen der Vorrunde behäkelt und 2 in die Lücke. Das heißt, wir haben wieder 4 Stäbchen mehr als in der Vorrunde, also 7 plus 4,
2, 4, 6, 8, 10, 11 Stäbchen. In jeder Runde kommen also pro Kante 4 Stäbchen dazu. Die Ecke wieder mit 2 Luftmaschen und immer dran denken, es beginnt immer zunächst in der Lücke. Das sind die Zunahmen. Dann das eventuell etwas auf die Seite schieben, dass wir auch wirklich das erste Stäbchen erwischen. Wenn wir hier nicht genau schauen, haben wir plötzlich unterschiedliche Zahlen. Da muss man wirklich genau arbeiten und am Anfang einfach immer wieder mal nachzählen, ob wir auch wirklich auf allen 4 Seiten dieselbe Anzahl an Stäbchen haben. Ihr seht, es gibt auch bei solch einfachen Dingen schon ein paar kleine Tücken, auf die man achten muss. Also wie gesagt, diese etwas zur Seite schieben, damit der Kopf des ersten Stäbchens auch wirklich frei ist und sichtbar ist, dann kann man das Stäbchen nicht vergessen. Und das Wichtigste ist, es werden immer, jetzt in meinem Fall, immer 4 Stäbchen mehr in jeder Reihe. Und das passiert eigentlich ganz automatisch, weil wir ja immer in den Ecken zunehmen. Wir haben auch hier jetzt 11 Stäbchen und dann wieder die Ecke und wieder 2 Stäbchen in die Lücke. Schauen, dass das erste Stäbchen frei ist. Und hier kommt unser nächstes Stäbchen hinein und dann auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen häkeln. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt und immer schön mitgezählt habt, dann habt ihr das gleich drauf. 2 auch am Ende immer in die Lücke. Und ihr seht, es wird wunderschön regelmäßig. Und wie gesagt, ich schließe die Runde mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und ich zeige euch jetzt nur noch einmal den Beginn mit 3 Luftmaschen. Einem Stäbchen in die Lücke und hier am Anfang, wo das Ersatzstäbchen ist, ganz wichtig, das erste Stäbchen direkt über dem Ersatzstäbchen und dann ist dieser Maschenkopf der nächste nicht so schön wie die anderen, das ist einfach so, aber wir dürfen den nicht vergessen, also das nächste Stäbchen kommt in diesen nicht so schönen Maschenkopf. Und jetzt geht das immer gleich weiter. In der Vorrunde hatten wir 11 Stäbchen, also müssen wir in dieser Runde auf 15 Stäbchen pro Kante kommen. Ich häkle noch bis zur Ecke. Dann kontrollieren wir das noch einmal. Immer 2 in die Lücke. Und jetzt zählen wir das noch einmal nach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Und so geht das jetzt immer gleich weiter. So könnt ihr schon wunderschöne Sachen häkeln. Liebe Häkelfreunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video ein paar Tricks und Kniffe vermitteln, damit ihr meine Projekte noch besser umsetzen könnt. Eure Karin aus dem Ländle.